Ach Leute, im Kern bin ich wirklich simpel gestrickt. Ich sehe natürlich die Views auf den Forest Videos und meinem Monkey Brain gefällt das. Also ja, da wären wir wieder. Du, ich, wir, ihr, sie, es und natürlich Kelvin. Ist das immer noch lustig? Kann ich jetzt einfach die ganze Folge damit füllen, Kelvin einfach sehr plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht zu... Nur um dann ganz schnell wieder wegzukutten und gar nicht mehr weiter darauf einzugehen? Ey, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das immer noch lustig... Ja, ihr dachtet, jetzt kommt noch ein Schuss, oder? Falsch gedacht. Mit dem letzten Update wurden unter anderem Felsbrocken hinzugefügt und natürlich musste ich das direkt mal auschecken. Selber aber gerade nicht in der Lage, eine kreativere Idee zum Bauen auszubrüten als eine Mauer, öffnete ich mal das Baumenü und siehe da, eine Vorlage für einen Steinkamin. Let's go. Der würde sich doch richtig schnaffte hier an meinem ehemaligen Lagerplatz machen, aber aufgrund der Deckenstützen rechts und links hat das Vieh leider nicht da reingepasst. Naja, gut, die Deckenstützen also kurz entfernt, den Ofen platziert und dann wieder die Deckenstützen dran gemacht. Hell yeah, Sons of the Forest Baby. Dieses Problem gelöst, stellte sich mir sofort das nächste. Wo zur Hölle soll ich 42 von diesen Brocken herbekommen? Zudem kann ich nur maximal 3 auf einmal tragen. Den Duft meines Tatendranges scheinbar folgend, schob sich die gelebte intellektuelle Insolvenz in den Türspalt. Doch ich lehnte seine Hilfe erstmal dankend ab, weil, sind wir mal ehrlich, alleine war das hier schon schwer genug. Ja, und tschüss, Kelvin. Aber wisst ihr, was wirklich eine Hilfe bei diesem Unterfangen ist? Ein Transportschlitten. Und während ich noch so in aller Seelenruhe durch die neuen zugekommenen Bauanleitungen blätterte, hat sich diese akrobatische Überschlagsgestalt einfach mal selber in meine Base reingelassen. Während Kelvin sich ihm betend unterwarf, zückte ich die Schrot und machte mit dem langen Vieh kurzen Prozess. Und natürlich half ich Kelvin danach wieder auf die Beine, weil es ist mir schon wichtig, dass es dem Boy hier gut geht und er sich wohlfühlt. Kurz noch darüber geärgert, wie der Mutant hier einfach mir nichts, dir nichts durch meine Verteidigung geschlackert ist, beschloss ich mich dieser mal zu widmen. Direkt nachdem ich meinen Ofen fertiggestellt hatte, für welchen ich viele Steine brauche, für deren Transport ich einen Schlitten benötige, für welchen ich jetzt erstmal Holz holen muss. Und durch die Magie des ich schneide langweiligen Shit raus, war das Teilchen dann auch fix fertiggestellt. Und ich machte mich auf meinen Weg. Jetzt passt das Teil hier nicht durch mein Tor oder was? Warum da ein sterbender Kannibale liegt und wohin Kelvin so dringend sprinten muss, war mir erstmal maximal Ralle. Ich habe hier wirklich schon genügend Zeitquests offen. Und mir ein Beispiel an unserem kürzlichen Besuch nehmen, glitschte ich das Wägelchen über meine Mauer und machte mich auf Steinejagd. Ich musste kurz meinem inneren Drang nachgehen, zu schauen, ob ich diese fetten Steine hier nun eventuell abbauen kann. Was soll ich sagen, bin nun mal Wissenschaftler. Doch diese Forschung trug leider keine steinigen Früchte und ich wollte gerade weiterziehen, als mir plötzlich wie bei einem aufgeplatzten Kondom die Kinderüberraschung entgegenhüpfte. Aber mit Virginias Hilfe, die aus sicherer Entfernung um sich schoss, war auch diese Begegnung überstanden. Oh, keine Gnade, wie ich sehe. Ja, hast auch vom Besten gelernt, wa? An einem kleinen Teich in der Nähe fand ich einen Haufen der stonten Gesellen und lud sie ein, mit zu mir nach Hause zu kommen. Dort angekommen hatte sich das Problem des zu kleinen Einganges leider noch nicht von selber gelöst. Und während ich da so stand und überlegte, wie ich meine Base schlittengerecht gestalten konnte, kam plötzlich Kelvin angespurtet. Keine Ahnung, auf was für einer Mission der jetzt schon wieder ist. Was ist da bei der Programmierung eigentlich schiefgelaufen? Ich meine, im Kern runtergebrochen sind wir ja hier alles nur Einsen und Nullen, aber bei Kelvin, da bin ich mir ganz sicher, überwiegen die Nullen. Aber dann habe ich doch noch den Grund für Kelvins sprintendes Manöver entdeckt. Ein verlorenes kleines Baby kam aus meiner Base gekrochen und nahm die Verfolgung auf. Yo, Bro, wenn ich den Tipp geben darf, warte einfach einen Moment. Kelvin kommt hier gleich wieder vorbei. Ich hatte mich dafür entschieden, ein Doppeltor zu errichten, fing also an, die Stämme entsprechend anders aufzustellen und wehe, jetzt kommt einer und sagt, dass ich mich doch um die Verteidigung kümmern wollte. Was glaubst du denn, was ich hier gerade mache? Um eine effektive Verteidigung zu errichten, muss ich mich zunächst mit den neuesten Neuerungen, aka den Steinen, vertraut machen. Hierfür baue ich gerade einen Ofen, für welchen ich so viele Steine benötige, dass ich diese nur mittels eines Transportschlittens hierher befördern kann, welchen ich also auch erstmal bauen musste und welcher dann nicht durch das Eingangstor passte, weswegen ich dieses gerade am Umbauen bin. Zugegebenermaßen ging das alles aber auch etwas schneller, wenn ich mich nicht die ganze Zeit selber mit solchen Meisterwerken von Fails aufhalten würde. Ja, das muss so, glaube ich. Ja, viel besser jetzt. Ein funktionsfähiges Doppeltor dann doch mal installiert bekommen, erinnerte mich diese Blätterbirne hier noch daran, die Stämme entsprechend anzuspitzen, um weiteres darüber Gehüppe zu unterbinden. Kelvin, dessen Sprintentaste wohl weiterhin festzustecken scheint, lockte den Dulli aber wieder nach draußen. Jo, ciao. Aber kam kurz darauf mit einem Arm voll Stöcken wieder an. Ich habe ihm nicht den Befehl gegeben, welche zu sammeln und er stand da dann auch einfach nur rum. Also ich meine, okay, danke oder so. Das Tor fertiggestellt, konnte ich nun endlich den Ofen bauen und Kelvin, immer noch seine Stöcke umklammernd, bewies mal wieder, was so passiert, wenn sich Brüderchen und Schwesterchen ein wenig zulieb haben. Tada, ein schimmeliger Ofen. Ja, ist halt jetzt da, ne? Noch fix ein Feuerchen reingemacht, sah das Teil nicht mehr ganz so traurig aus und ich konnte mich meiner anderen Feuerstelle entledigen. Also ich habe es zumindest versucht, aber wie ihr sehen könnt, alles bis auf die Feuerstelle getroffen. Doch mit einem Reparaturwerkzeug konnte ich alles kaputte schnell reparieren oder es zumindest versuchen. Aber jetzt gab es keine Ausrede.
Ausreden mehr. Der Außenmauer gelüstete es nach etwas mehr Verteidigung. Da das alte Prinzip der angespitzten Stöcke bislang eigentlich sehr gut funktioniert und so manchen Kannibalen zu einer unfreiwilligen Amputation gezwungen hat, entschied ich mich dafür, es hier einfach genauso zu handhaben. Die erste Reihe an Stöcken platziert und bereits mit Steinen ringsherum befestigt, bewies ich mir erneut, wie gut ich doch zu Calvin passte, da es nun keinen Platz mehr für mich gab, besagte Stöcke in die richtige Richtung anzuspitzen. Okay, ich riss also wieder alles ab und da man hier keine Aufgabe mehr in Ruhe zu Ende machen durfte, bekam ich dabei noch hohen Besuch. Also wirklich jetzt, der Typ war riesig. Aber genauso groß war anscheinend auch seine Liebe für Stopptanz. Tja, da waren Calvin und ich natürlich direkt dabei. Doch noch während der Aufwärmrunde entschied Calvin in weiser Voraussicht, dass er wohl sowieso keine Chance gehabt hätte und überließ uns die Tanzfläche. DJ Dor legte auf und wir zappelten drauf los. Von der Mucke etwas zu sehr mitgerissen, verlor ich bereits in der zweiten Runde und ja, bin kein guter Verlierer. Die Stöckchen nun korrekt platziert, machte ich mich ans Anspitzen und habe auch ein paar zur Mauer hinzeigen lassen, sollte sich mal jemand zwischen Mauer und Stachelring verirren. Und habe mich deswegen, um ehrlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt auch sehr smart gefühlt. Die illegal effektiven Piekserchen erfolgreich aufgestellt, brauchte ich mir aber über daraus resultierende gesetzliche Folgen keine Sorgen zu machen. Ich war schließlich rechtsschutzversichert. Aber Jodarum, was ist denn, wenn die Kannibalen von links kommen? Ja dann, shut the fuck up, ich mache hier die Jokes. Calvin, dem ich eigentlich befohlen hatte, die Stammlager zu befüllen, kam ohne auch nur einen einzelnen Stamm dorthin bewegt zu haben, angewackelt. Also redete ich meine Ruhe mit ihm darüber. Und was soll ich sagen, ein offenes Gespräch unter Freunden löst so manches Missverständnis. In Ruhe weiter am Anspitzen gewesen, hüpfte mir erneut Calvin durchs Bild mit einer Ladung Stöcken unterm Arm. Wieso? Wieso wieder Stöcke? Also Calvin ist ja bei vielen eher sparsam behirnt, aber ich glaube, ich habe hier diese ganz besondere Variante von ihm abbekommen. Ich bestaunte mehr als zufrieden meine neue Verteidigung und im Anschluss den Sonnenuntergang. Doch irgendwie packte mich nochmal der Tatendrang und gefolgt von Calvin marschierte ich für eine kleine Loot- und Erkundungstour zum nahegelegenen Strand. Dort angekommen zog ein Radio meine Aufmerksamkeit auf sich und Calvin, der alte Macher, schnappte sich das Timer sogleich und so zog die Party-Crew weiter. Jawohl, let's go, Calvin. Mann, guckt euch das mal an. Geil, wie er mit dem Teil am Ohr wie befohlen mir hinterherläuft und mir so als mobile Musikanlage dient. Falsche Richtung, Calvin. Calvin? Ja, neben DJ Dor beherbergen wir nun wohl auch DJ Grenzdebil in unseren Reihen. Doch eine spontane Thriller-Synchron-Choreografie brachte jeglichen Groll wieder in Vergessenheit und wir haben bis in die Morgenstunden das Tanzbein geschwungen. Durst und Hunger schnell gestillt, schaute ich Calvin noch kurz beim Calvin-Sein zu. Dann war es aber auch an der Zeit, einen Blick auf die Karte zu werfen und ein Leuchtepünktchen in der Nähe wurde direkt als mögliches Ziel für die Expedition ins Auge gefasst. Na Calvin, wie sieht's aus? Hast du Bock? Und ja, ich habe den Lumpi tatsächlich eingeladen, mit auf diese Reise zu kommen. Wer hast die Tür durch den Wald? Begegnet Ureinwohnern mit Gewalt. Wer macht denn sowas? Auf der Jagd nach Abenteuern. Das ist gefährlich. Beim Versuch, die Freundschaft zu erneuern. Wird es ihnen gelingen? Ich weiß es nicht. Einer von ihnen strunzend dumm. Wer ist es nur? Der andere heißt Jodarum. Haben wir die? Calvin hatte mir meinen kleinen Troll hier wohl übel genommen und weigerte sich, mir weiter zu folgen. Doch ich konnte ihn mit nichts anderem außer Worten der Liebe von meinem Standpunkt überzeugen und wir wanderten drauf los. Unsere Stopferei führte uns zu diesem Lager und dem dort stattfindenden Kehlkopf-Gesangsunterricht nicht unterbrechen wollend, zogen wir erstmal weiter und wie wir so gemeinsam den Fluss entlang schlawinerten, wollte ich die guten alten Zeiten mal wieder etwas aufleben lassen, indem ich mit Calvin ein paar Steine hin und hinwarf. Doch dabei wurden wir von einem Ureinwohner, Kannibalen, Eingeborenen, ich kenne den Unterschied immer noch nicht, beobachtet. Aber ganz gleich was oder wer er ist, ich lud ihn sofort zum Mitspielen ein. Und überrascht von dieser Gastfreundschaft kippte der Kollege spontan aus seinen Latschen, nur um kurz darauf wegzurennen. Mann, da will man einmal höflich sein und dann sowas. Naja, gut, dann gehen wir wieder. Oder Calvin? Kurz darauf waren wir auch schon am Ort der Begierde angekommen und wurden herzlichst von Ravioli-Man hier begrüßt. Doch das Lager wurde anscheinend kürzlich von freilaufenden Mutanten besucht und es ist irgendwie insane cool und auch etwas beängstigend, mit anzusehen, wie die beiden Instanzen organisch aufeinander reagierten. Und mir fiel jetzt erst auf, dass ich hier schon mal gewesen war. Aber naja, eventuell gab es ja durch die Updates irgendetwas Neues für mich zu entdecken, also befahl ich Calvin mal kurz hier die Stellung zu halten und kraxelte nach unten. Und tatsächlich, ein Laptop, welcher hier zuvor nicht stand, wartete dort auf mich und markierte mir den Wartungsbunker C auf meiner Map. Calvin, hab ich dir nicht gesagt, du sollst oben bleiben? Noch einen Schluck vom Badewannenwasser hier gegönnt. Was? Eventuell ist das ja der Nachbar von Belle Delphine gewesen oder so. Wenn dem so wäre, wärt ihr jetzt neidisch, dass ich in den Genuss gekommen bin, seine Körperausdünstungen kosten zu dürfen. Ja, und dann ging's wieder an die Oberfläche, wo die Leichen noch einmal zu Boden sackten. Calvin,
Was hast du mit denen gemacht, Kelvin? Warum haben die sich bewegt? Doch Fragen zu stellen, auf die ich keine Antworten will, bringt uns ja nur auch nicht weiter. Genauso wenig wie der Fakt, dass der Ort hier immer noch auf meiner Karte markiert war. Spiel, hier ist nichts mehr. Also außer einem Elektroeinrad natürlich, mit welchem ich eine kleine Tour durchs Geäst unternahm und dabei diesen Flugsprung hier hinlegte. Hast du das gesehen, Kreuch? Kreuch? Hallo? Geht's dir? Kreuch? Oh Mann, Bruder, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Zu meinem Unwissen scheinen die Ureinwohner sich, genauso wie ich selber, nun langsam aber sicher in Mutantenrüstung einzukleiden. Und das sorgte unter anderem für diesen Jumpscare aus der Hölle. Nur aufgehalten durch mein inneres Verlangen, mal die intensive Nähe des Erdreiches zu suchen, peste ich durch den Wald und schaut euch mal an, wie verdammt clean ich hier durchrase. Mann, was bin ich doch für ein toller Hecht, der kurz darauf mit Volkeracho gegen seine eigene Mauer matschte. Auch Kelvin, den ich ganz bestimmt nicht komplett vergessen hatte, kam kurz darauf durchs Tor gejoggt und wurde von mir erstmal in eine Pause geschickt. Ich selber hatte aber noch ein paar Hummeln im Hintern, da ich unbedingt noch den Hanggleiter auschecken wollte. Also schwang ich mich rauf auf mein halbiertes Fahrrad und ja, glitt elegant dahin, wollte ich eigentlich sagen. Beim fliegenden Teppich für moderne Abenteurer angekommen, wurde das gute Stück natürlich erstmal bestaunt und sich dann von der nächsten Klippe gestürzt. Doch die Freude hielt sich bei so popeligen Höhen natürlich erstmal sehr in Grenzen, weswegen mein nächstes Ziel war, das Timer zu einem richtigen Berg zu schleppen. Und da es tatsächlich möglich war, den Hanggleiter festzuhalten, während ich mich auf dem Einrad befand, kam kurz wieder mein innerer Wissenschaftler durch und befahl mir, mit dieser Konstellation mal irgendwo runter zu düsen. Eventuell kann ich ja so umherfliegen, ohne das Einrad zu verlieren. Und komm, flieg, los, ja. Okay, nope, das funktioniert wohl nicht. Während ich so auf dem Weg zum Berg inmitten der Map war, tauchte auf einmal ein neuer Point of Interest auf, der mich fröhlich blinkend in seinen Bann zog. Oh hell yeah, oh shit. Mich noch eben den Berg hochgequält, konnte ich den Gleitschirm nun in seiner ganzen Pracht testen und es ist schon sehr, sehr geil, damit umherzusausen. Doch mein Ziel lag bereits unter mir und so wagte ich einen beherzten Sturzflug und kam unmittelbar danach unversehrt am Boden an. Schaufel raus, Schaufel rein, die freigelegte Luke mal wieder den alten Gebräuchen nach mit ein bisschen Federkonfetti gefeiert. Maintainen. Luke auf, Jodarum rein und mit der Schrot im Anschlag tapperte ich nun durch den vor mir liegenden Gang, der mich zu einem Revolver führte. Oh, na, da wird sich Kelvin... Ach komm, jetzt reicht's aber langsam mit denselben Jokes. Ja, gut, und das war's dann ja auch irgendwie tatsächlich. War legit einfach leer, der Bums. So kletterte ich also wieder in Richtung Flashbang aka Außenwelt. Ein Begrüßungskomitee bestehend aus einer Handvoll Zweibeiner stand an der Oberfläche bereit und ich nutzte diese Gelegenheit mal, meinen neuen Revolver zu testen. Schuss- und Falltestung mit Bravour überstanden, hatte einer der Boys auf einmal richtig Schmacht bekommen und fing an, seinen Kollegen zu essen. Okay, das hier sind dann wohl die Kannibalen. Gotcha. Aber mit was für einer Inbrunst er den da wegschlingt, hört euch das mal an. Chill mal, holy, ist genug für alle da. Ich habe mich mit den anderen Typen natürlich angefreundet. Wir haben zusammen das Gummibärenbandenlied gesungen und nach einer kurzen Verabschiedung schnappte ich mir meinen Gleiter und latschte drauf los. Ich stapfte durch eine weiße Landschaft, doch durfte am Ende die luftig frische Höhe dieses Berges hier genießen. Genauso wie du jetzt diese kleine Aufforderung genießen darfst oder eher musst, mir einen Kommentar dazulassen. Denn ich bin ganz ehrlich, ich bin süchtig geworden. Süchtig nach euren Kommentaren. Also sofern du irgendetwas zu mir oder diesem Video zu sagen hast, dann hey, würde mich riesig freuen, wenn du deinen Gedanken einfach mal unter das Video haust. Außer du schreibst, wann mehr Forest. Dann, ja gut, dann hätte ich das nicht sagen sollen, oder? Wäre voll Togo, wenn du es einfach nicht schreiben würdest. Und während alle gerade damit beschäftigt sind, originell wie eh und je das in die Tasten zu tippen, kann ich mich mal ganz kurz für den nicht enden wollenden Support bedanken. Ihr seid zu Massen auf meine Discord-Server gekommen, Link in der Beschreibung. Ihr schaut mir in Scharen beim Livestreamen zu, jeden Mittwoch 18 Uhr auf YouTube. Ihr liked die Videos, ihr teilt sie, ihr kommentiert sie und ballert mir einfach eine Welle an Resonanz entgegen, mit der ich niemals gerechnet hätte. Einige von euch unterstützen mich sogar mittels der Kanalmitgliedschaft und Worte können diesen Support, den ich gerade miterleben darf, einfach kaum angemessen beschreiben. Aber Zahlen können es, 3 von 10, da geht noch was. Nee, Spaß, sorry, das passiert, wenn ich ohne Skript spreche. Seht ihr, was für ein Monster in mir schlummert? Deswegen brauche ich Skripts, Struktur und Ordnung. Mann! So, wie beende ich denn jetzt diesen Einsprecher hier, um möglichst elegant wieder zurück ins Game? Während ich so durch die Luft glitt und mich darüber ärgerte, dass ich nun alle leuchtenden Markierungen auf der Map erforscht hatte, das Spiel mir aber nichts Neues anzeigte und ich so storytechnisch irgendwie etwas feststeckte, entschloss ich mich dazu, die Suchmaschine meines Vertrauens mal nach dem nächsten Step zu fragen. Und siehe da, ich sollte zum Wohnbunker. Dieser ist ungefähr da, wo ihr hier auf der Map das Einrad-Symbol seht. Natürlich mit der Absicht, dort auch zu landen, verkalkulierte ich mich etwas mit dem Senkflug und krachte ein gutes Stück weiter weg vom eigentlichen Ziel gegen einen Baum. Und weil das nicht schon schlimm genug ist, verabschiedete sich mein Gleiter gleich mit. Ja, naja, dann wohl zu Fuß. Und wie ich da so stand und diese Schönheit, diese Pracht, dieses Wunder der Natur bestaunte, den Anblick einfach mal in alle Poren aufsaugte, dachte ich nur an eine Sache. Boah,
hier mal Altöl entsorgen. Doch schnell schnackte ein weiterer Gedanke in mein Hirn, der den ersten überlappen sollte, und zwar die Frage nach dem Weg nach unten. Irgendwie muss ich ja darüber kommen. Aber die Jahre der Skyrimigen Berghinauf- und Hinabsteigkünste sollten hier nochmal zu tragen kommen, und wie ein junger Gott manövrierte ich mich, ohne auch nur einen Lebenspunkt zu verlieren, nach unten. Der Weg nach oben war durch die soeben benannten Künste natürlich auch no problemo für mich, und so glitt ich die Felswand entlang, bis ich kurz darauf in die Felsspalte von deinem Dad, wir haben 2023 Leute, wacht mal auf, eindringen konnte. Wir landen nun in dem Treppenhaus, wo wir schon mal waren, uns aber die nötige Schlüsselkarte fürs Weiterkommen gefehlt hatte. Doch nun in Besitz dieses magischen Stück Plastiks lasse ich mich selber rein in die gute Stube, ins nächste Treppenhaus, und da verstörende Geräusche von der einzigen Tür hier an meine Lauscher dringen, blieb ich erstmal etwas unentschlossen stehen. Nu gut, hilft ja nix, rein müssen wir ja doch irgendwann. Also öffnete ich die Tür, hinter welcher mich Gülli von Klopsenburg erwartete. Bewaffnet mit einem Messer, einer Machete, einem Revolver, einer Schrotflinte, verdammten Granaten und Dynamit, zückte ich natürlich die gefährlichste und effektivste Waffe. Die Axt aus dem Notfallkit. Ich brech zusammen und geh kaputt. Mit dieser in den Griffeln machte ich absolut gar nichts und bestaunte lieber die granatigen Wurfkünste des Typens hier. Aber Texas Man kam zu unserer Rettung. Durchsiebte das Monsterchen mit Schrot, doch wurde dann selber von dem Dude abgeknallt, der uns auch schon bei unserem Absturz auf der Insel begegnet war. Der Sassy Barker, war das eine Frau, ne? Die Sassy Barker, die. Doch mehr von dem Geschehen bekommen wir nicht mit, da Gülli auf uns niederglibbert und wir bewusstlos werden. Dennoch können wir uns bewusst dafür entscheiden, eines der eingeblendeten Videos anzusehen, einen Kommentar dazulassen, auf meinen Discord-Server zu hüppen oder gar ein Kanalmitglied zu werden, um unter anderem Vorabzugriff auf Videos zu erhalten. Gehabt euch wohl und wir riechen uns beim nächsten Mal. Tüdelü!